Zeigte Zähne. Ja, ja. Ich will nur Foto machen, ich will dich nicht stören. Genau. Man kann schon Bild machen da, aber ich bin ziemlich skeptisch hier. Oh wow, ihr wird aggressiv. Okay, machen dein Foto. Da vorne kannst du. Ja, ich muss auch schon ein bisschen aufpassen wegen Affen, ne? Ja. Er hat schon Zähne gezeigt. Oder so lächelt er Menschen an, ne? Ja, natürlich. Ist okay. Ich mach kein Foto. Ah, wir können noch mal da oben anhalten, ne? Ja, die gibt es auch schon. Hier kann man auch gut sehen, ne? Hallo? Spudu. Ja. Da muss ich doch. Und ich. Ya kita di tempat lihat pemandangan Usuk namanya di Sembalun. Genau, da sieht man ja Sembalun. Ja. Sembalun Bumbung. Bumbung. Sembalun Bumbung heißt gehobene Sembalun, ja. Steh ich da mal hin. Ja, so, mach ich. Das liegt höher als der andere, als das andere Sembalun. Ja, na, dingin. Di Sembalun, kita berada di Sembalun Bumbung. Manchmal geht man auch schon hoch, besteigt man auch den kleinen Berg hier. Die fleißigen Menschen klettern hoch. Um Ausblick zu genießen? Genau, ja, aber das braucht man schon den ganzen Tag dafür, ne? Ja, also ich meine, man muss schon mit langer Zeit rechnen, bis da hoch, ja, um da auch oben zu anzukommen, ja. Ja, ihr seht, die Dächer sehen alle weiß auch, Durchwellblechdächer. Ja. Also das heißt, die waren alle zerstört damals, ja. 2018 Erdbeben. Affen. Ja, das ist kein Problem, soweit die dann weit weg von uns sind, ja, in Ordnung. Ja. Vielleicht wollen die halt auch ein bisschen Chance finden und etwas zu klauen. Ja, bei den Geschäften da. Ja, klar. Dann sind die Geschäften, die Besitzer immer so beschäftigt mit dem Ding. Der, wie heißt das? Katapult, ne? Heißt das? Zwille, wie heißt? Katapult. Ja. Katapult ist ein was Großes, Zwille. Ah, okay. Und der Kleine? Zwille. Zwille, ja. Das ist das Kleine, Katapult ist das Große. Manchmal haben die Einheimischen hier oder die Warungbesitzer einfach mal so Gewehr, ja, also Luftgewehr, ja, okay. Zum
schießen einfach, ne? Aber nur damit die Tiere verspüren, Schmerz verspüren und nicht wiederkommen, oder? Genau, ja. Nicht aber zum Erschießen. Aber manchmal, das ist auch ärgerlich. Jedes Mal kommen die zurück, ja. Zum Beispiel, ich kenne ein Hotel im Süden, die haben immer Probleme mit Affen, ja. Du kommst, er hat immer so Luftgewehr dabei, ne? Mhm. Und hat er gesagt, ja, ich, dem muss ich dann schießen, ja. Wenn möglich, dann erschießen, hat er gesagt, ja. Weil die dann immer jedes Mal kommen, ja. Ist genauso in Ubu zum Beispiel. Es passiert auch, dass die Affen ins Zimmer rein, ja, und ja, Frühstück von Gästen dann klauen, ja. Also in Ubu, da denkt, also durch den Affenwald, das haben wir jetzt auch, wir waren nicht im Affenwald, aber die Urlauber denken, die Affen sind zahm. Ah. Und gehen auch wirklich ganz, ganz knapp auch draußen an den Affen dann vorbei. Ah. Weil die einfach drinnen, da sind die dick gefüttert und da machen die dann nichts, solange sie richtig fett gefüttert sind. Aha. Aber wenn du dann hier den Viechern zu nahe kommst, das sind eben halt wilde Affen. Das ist ganz anders. Mhm. Aber dadurch denken alle Affen sind so niedlich und so lieb. Genau. Sind sie nicht. Ja, gut, wenn die Zähne zeigen, siehst du schon, dass die gute Beißkraft haben. Aber ich habe so Video gesehen, die als von einem YouTuber, der ständig Affen-Video macht, ja. Obwohl ein Affe irgendwie mal so die Zähne zeigt, ja. Das heißt nicht, dass die dann so aggressiv wird, ja. Aber wenn man irgendwie mal nochmal zu dem irgendwie mal kämpfbereit zeigen, ja, dann haben die Angst auch, ja. Würde ich nicht austesten. Also eigentlich ist, eigentlich ist das vom Affen eine Warnung, wenn er die Zähne zeigt. Ah ja, das kann sein auch, ja. Komm mir nicht näher, sonst greife ich dich an. Ja, das ist auch schon mal der eine Affe, ist ja auf uns zu. Und man sollte ihn auch nicht in die Augen gucken, den Affen. Nee, das ist ein aggressives Verhalten. Aber die Leute, klar, die müssen immer, die wollen die Lebensmittel an Kunden verkaufen und nicht an den Affen verschenken. Ja. Ja.